Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich möchte heute ein Thema angreifen, anschauen, analysieren, und zwar mit dem Thema: Werden wir eigentlich immer doofer? Fragezeichen. Ich erinnere an die PISA-Studie, haben wir alle auch vernommen, gehört. Ich frage mich nur, weshalb ist das so? Habe einen Artikel gefunden bei Spiegel Nummer 39 vom September 2020. Da hat man Probanden genommen und geschaut, wie viel Fremdstoffe im Körper drin sind. Und es waren 212 verschiedene Chemikalien im Körper drin. Spiegel Nummer 39, gerne zum Nachlesen. Ich möchte wissen, sind da Zusammenhänge da zwischen so vielen Fremdstoffen in unserem Körper drin und unserer Intelligenz? Und das möchte ich gerne zwei Personen ansprechen, zwei Ärzte, die unglaubliche Kompetenz haben. Einerseits der Dr. Med Dietrich Klinghardt aus Seattle. Ganz herzlich willkommen, lieber Dietrich. Danke, Alex, für die Einladung. Du, große Ehre, dass du da bist. Gell? Kaum ein Mensch hier in Europa oder zumindest derjenige, der sich mit Medizin beschäftigt hat, nicht schon von dir gehört. Und du bist bei Kurs 24. Und die Petra Wichel, die Chefärztin der Swiss Mountain Clinic. Ganz herzlich willkommen. Gerne. Lass uns dieses provokante Thema anschauen, Intelligenz bei uns Menschen. Ja, du nickst schon. Was möchtest du dazu sagen? Ja, also erst natürlich ist die Frage, oder geht es hier um die emotionale Intelligenz oder die Gedächtnisteil der Intelligenz oder die Fähigkeit für Mathematik und bla bla bla. Mhm. Meine Mutter war Lehrerin und hat schon ich weiß nicht genau, wann sie aufgehört hat, aber so von 1960 bis 1990 etwa war sie lehrtätig und hat in dieser Zeit beschrieben und beobachtet einen Rückgang der Intelligenz. Dass also die Kinder, die rausragen mit ihren besonderen Leistungen, das ist immer weniger geworden. Und insgesamt jedes Jahr die Erwartungshaltung, was die bringen sollen, die Schüler, immer weiter runtergesetzt werden musste. Ist jetzt auch, ich wohne zum Teil in England, zum Teil in den USA, und wir sehen dort, dass das Schulsystem sich ständig anpassen muss an weniger Leistungsfähigkeit vom Gehirn der Kinder. Ja, dass der Standard immer weiter reduziert wird, damit noch genug Kinder aus der Schule rauskommen und dann an die Uni können. Ja, und das sind einfach Zahlenwerte, die man nachschauen kann, die bekannt sind. Und was nicht bekannt ist oder was offiziell nicht bekannt ist, sind die Hintergründe. Warum vermindert sich die Intelligenz, oder? Wir wissen das, dass es jetzt diese, wie heißt der Ausdruck, die digitale Demenz, oder, wird beschrieben. Ja, dass durch den Umgang von bereits im frühen Kindesalter mit dem Handy und die WLAN-Anlage im Haus und der Bildschirm und die Spiele zu Hause, die über online betrieben werden, wo eine riesen Dichte an Radiowellen ist im Haus, dass diese Kinder bereits als Teenager zeigen Zeichen von einer Demenz, die gleich identischen Zeichen auch vom Schrumpfen vom Gehirn wie bei den früher 70-Jährigen, die die Altersdemenz bekommen. Ja, und dass heute die Altersdemenz, das Alter immer weiter Richtung Jugend verschoben wird. Die Zahlen sind bekannt. Das sind jetzt nicht meine paranoiden Annahmen, sondern sind unsere Zahlen. Und ich bin natürlich, genau wie Petra auch, wir sind natürlich in diesem Feld und gucken, was können wir verhindern? Wie können wir so viele Kinder wie möglich retten vor diesem Schicksal? Was sind die Hintergründe, oder? Und wo wir uns beide immer einig sind, es geht immer um zwei Themen. Einmal, wie du bereits angeschnitten hast, die insgesamt Umweltbelastung vom Körper, die eben auch unser Gehirn betrifft. Ja, wir wissen, dass die Blut-Hirn-Schranke existiert erst groß angelegt ab dem 18. Lebensmonat. Das heißt, alle Gifte, die in der Mutter sind, während der Zeit der Schwangerschaft, die plazentagängig sind, wie zum Beispiel Quecksilber, treten in den Fötus ein. Ganz, ganz viele bekannte Organophosphate und Pestizide, Insektizide, die viele Namen haben, Holzschutzmittel, übertreten die Plazentaschranke und gehen in den Fötus. Dessen Gehirn und auch später, also 7., 8., 9. Monat, ist das Gehirn völlig ungeschützt
vor diesen Stoffen und macht dort bereit, sät den Samen für eine zunehmende Zerstörung vom Gehirn, der dann über die nächsten 18 Monate weitergeht. Und je nach dem Umfeld von dem Kind, der Ernährung, die die Mutter anbietet, entweder über die Brust oder über, ganz schlimm sind, oder diese Milchersatzprodukte, die angeboten werden, oder wo wir Riesenmengen Arsen gefunden haben, Riesenmengen an Fluorid und an anderen Stoffen, wo wir wissen, dass die alle gehirngängig sind und das Gehirn bleibend schädigen während seiner Entwicklung. Das heißt, heute jemand zu finden, der voll ausgereift ist, so mit 22 oder 25, der nicht umweltgeschädigt ist, ist was ganz Seltenes. Ja, es gibt natürlich noch hochgradig intelligente Leute, aber auf Kosten, oder? Die sind vielleicht mathematisch hochgradig begabt. Aber dann, wenn es um den emotionellen Bereich geht, sieht man, dass der geopfert wurde, damit dieser Bereich funktioniert. Das heißt, diese breite Intelligenz, die wir früher so geschätzt haben an Leuten, die wir auch bei uns gegenseitig manchmal noch erkennen, oder? Die wird immer weniger, die Gruppe von Leuten, die das haben. Und das ist ja auch von Autismus auch, ja? Vom Autismus, die Zahlen sind uns bekannt, oder? Früher ist noch nicht lange her, das war in den späten 80er Jahren, war eins von 20.000 Kindern autistisch. Jetzt die letzte, eigentlich erschreckende Zahl, das deckungsgleich mit Irland, war bei uns in den USA, Bundesstaat New Jersey, eins von 17 Kindern, oder? Von eins von 20.000 auf eins zu 17. In nur wenigen Jahren in meiner Arztzeit, oder? Wo ich in einer Generation von Arzt, oder diese erschreckende Zahlen. Und es geht jetzt exponentiell weiter. Exponentiell heißt jetzt, dass diese eins von 17 im nächsten Jahr schon eins von 10 sind. Mhm. Und noch zwei Jahre später eins von 5. Mhm. Und geschätzt im Moment 2032 eins von 2 Kindern. Weißt du, wenn man so Science Fiction schaut, hat sich ja in den Science Fiction will alles schon bewahrheitet. Das Einzige, was bei mir noch fehlt, sind die Zombies. Aber wenn wir ja irgendwo durch wirklich gar keine Intelligenz mehr haben oder immer geringere, dann sind wir sehr nahe dran, auch noch das Science Fiction zu erfüllen. Ja, und natürlich ist die Idee, wenn es jemand gibt, der das organisiert für uns, oder wenn es irgendwie einen dunklen Teil der Psyche gibt, der irgendwie dirigiert wird, dann ist es natürlich so, wir brauchen nur ganz wenig Intelligente und viele Schafe. Viele Schafe, die sich führen lassen, oder? Mhm. Und wir gehen auf jeden Fall in diese Richtung, oder? Das sehen wir überall in allen Lebensbereichen, dass immer mehr Leute transformiert werden zu Schafen. Oder in den USA sieht man es, oder? Heute, wenn ich ein 16-jähriges Mädchen kommt in die Praxis, kann ich schon zwei Tage vorher vorhersagen, was sie für Kleidung anhat, in welcher Tasche sie ihr Handy hat, wie sie zu Hause mit dem Computer umgeht. Kann ich zu 90% vorhersagen, diese Gleichheit. Alle machen das Gleiche, alle verhalten sich gleich, alle lieben die gleiche Musik, alle haben den gleichen Lebensrhythmus, essen das gleiche Essen. Und jeder, der sich dort rausnimmt, wird kritisch beobachtet. Oder Amerika ist heute ein Land der Gleichheit geworden. Und jeder, der rausfällt, fällt auf und wird ein Märtyrer. Oder ein Verschwörer. Ja, aber es gibt natürlich auch die Gegenbewegung, was sehr, sehr schön ist für uns zu sehen, dass unsere ärztliche Tätigkeit und das Informieren, was wir weitergeben an die Welt, dass es doch größere Wellen macht, als ich das selber je gedacht hätte, was wir als kleine Gruppe eigentlich erreichen können. Und das gibt uns auch Hoffnung. Bleiben wir beim Thema Intelligenz und was sind denn so die wichtigen Parameter, wo man achten sollte? Ich spreche jetzt mal Aluminium an. Ist das auch im Zusammenhang mit der Intelligenz zu sehen? Es sind ja verschiedene Gründe und es ist ja immer die Summation des Ganzen. So. Mhm. Und natürlich, wir haben die Frage der toxischen Belastungen schon mehrmals diskutiert. Das ist heute, ein Kind kann und wird auch nicht mehr schadstofffrei auf die Welt kommen. Das Kind ist immer heutzutage schon toxisch belastet. Das möge jetzt in keinster Weise ein Grund, den ich ausstrahlen möchte, der Sorge, aber
Fürsorge für ein gesundes Leben muss heute anders aussehen. Und wir haben uns auch hier sehr entwickelt, gerade um Eltern zu helfen, die immer mit einem Kinderwunsch seit Jahren ihn in sich tragen. Und da spielen unglaublich viele Dinge eine Rolle. Das heißt, wenn wir aber zurückkommen auf Intelligenz, dann ist es ja, dass Kinder heute gar nicht mehr in dieser Form auch gefordert werden. Es wird ja ziemlich leicht gemacht, schnell dir die Frage zu beantworten übers Internet. Diese eigentlichen geistigen Prozesse, die werden gar nicht mehr durch Kinder auch erlebt. Es sei denn, ich habe die Chance, mein Kind in eine auch, glaube ich, in eine schulische Einrichtung zu geben, wie Montessori und Waldorf und, wo diese Kinder zu unglaublich viel eigener Initiative auch gefordert werden. Dieses, was wir glauben heute, Eltern, wir haben mehr Ruhe, wenn wir das Kind vom Fernsehen setzen, dass das Kind schon mit 4, 5 Jahren, beobachte ich, schon einen kleinen Computer hat. Ein Kind, was in die Schule kommt, bekommt ein Handy. Das sind alles Dinge, die sich absolut gegen das Leben richten. Ich bin neulich mal mit dem Zug gefahren und ich konnte überhaupt nicht zusehen, wie das Neugeborene an der Brust der Mutter hängt und die Mutter nebenan telefoniert. Also wir sprachen über Ausbildung der Bluthirnschranke. Mhm. Wir wissen, dass Mobile die Bluthirnschranke öffnet. Das brauche ich nicht mal. Mhm. Wunderbaren Umweltkongress, den ihr damals veranstaltet habt, als auch von dem Klaus Scheidsteger ein Jahr später, der 5G-Kongress, der hat amerikanische Studien vorgelegt, was penetriert an Belastungsstrahlung den kindlichen Schädel. Das ist völlige Schutzlosigkeit. Und das sind Verantwortungen, die wir natürlich unbewusst und die werden uns auch nicht in irgendeiner Form, werden wir dafür als Menschen politisch sensibilisiert. Und ich glaube, das sind alles Dinge so im Konsens. Wie werde ich groß? Wie bin ich geprägt? Wie selbstverständlich ist es für mich? Gibt es ein Fernseher zu Hause? Gibt es gar kein Zuhause? Wie wird die Kreativität dieser Kinder dann auch natürlich mobilisiert? Und der andere große, große, große Schwerpunkt für mich ist einfach die Ernährung. Unglaublich, weil gerade wir sprachen ganz viel über das Glyphosat, es ist das Gluten, es ist die Belastung des Getreides. Das macht Inflammation auf einer Ebene, die wir völlig medizinisch heute unterschätzen. Und diese Inflammation des Darmes provoziert eine erhöhte Brain Barrier. Das heißt, wir sagen, auch da kann die Blut-Hirn-Schranke durch Inflammationsprozesse aktiviert werden. Und das sind alles Dinge, die sich natürlich, desto früher sie eintreten, eine viel höhere auch physische und psychische Instabilität schaffen. Also ein Kind muss mit ganz immensionären, starken Wurzeln auf die Welt kommen. Und dann muss es diese Wurzeln ausbilden dürfen. Und dann müssen wir im Erwachsenenalter versuchen, diese Stabilität zu halten, um im Alter davon zu zehren. Aber was wir heute schon an Instabilität für die Kinder glauben, was ihnen alles aus dem Weg räumen müssen, damit sie von allem geschützt werden sollten, das bringt eine sehr wenig belastbare junge Generation, glaube ich, so Stück für Stück auf den Weg. Und das können wir, glaube ich, nur durch Aufklärung erreichen und auch an die Familien und auch dank deiner Möglichkeit immer wieder auch nur vereinbaren. Der Weg zurück zu unseren Wurzeln ist schon der einzig richtige gewesen und hat die Menschheit heute dahin geführt, wo wir sind. Ich möchte vielleicht das Thema mal noch in eine andere Richtung geben. Und zwar könnte es auch sein, dass wir eine große Ignoranz haben zu den Tatsachen. Ja. Wir kennen die Tatsachen, wir wissen alle, Handy ist nicht gesund. Ich habe gestern übrigens eine schwangere Frau gesehen, die hat das Handy sogar auf den Bauch gelegt. Ja. Wir wissen alle, dass Fast Food nicht gesundheitsförderlich ist. Wir machen Abstimmungen in der Schweiz über pestizidfreie Nahrungsmittel und wollen es nicht. Wir machen weiterhin eine Kriegsmaschinerie, obwohl wir keinen Krieg wollen, als neutrales Land, bauen wir aber die Werkzeuge dazu. Also wir wissen es zwar, aber wir sehen uns selbst als das Universum, die Mitte des Universums und machen uns immer wieder weniger Gedanken für die Zukunft. Ist das auch eine mangelnde Intelligenz, sich nur auf das Heute zu beschränken und nicht auf die Leute nach uns, auf unsere Kinder zu achten oder auf die
Kindeskinder. Das ist meiner Erachtens auch eine Intelligenzfrage. Ja, natürlich. Und es ist ja auch ein Zeitalter des Verleugnens, des großen Verleugnens. Und die Gesellschaft entwickelt sich ja auch so. Warum denke ich an mich? Warum denke ich nicht groß? Warum denke ich nicht an uns? Worin besteht mein eigener Lebenssinn überhaupt? Mhm. Wenn mein Lebenssinn darin besteht, Liebe zu geben und diese Liebe auszutragen, wenn mein Lebenssinn darin besteht, dafür Sorge zu tragen, dass diese Welt in ihrer Schöpfungskraft erhalten bleibt, für mich in Verantwortung, auch für die nächsten Generationen, dann ist das schon unglaublich viel, was dieses Leben für mich hier auf diesem Erdendasein bedeutet. Aber wir sind ja, wie wir hier auch sitzen, eine Generation, die ja auch in diese ganzen Geschichten auch mit, ich würde mich da gar nicht schuldfrei nennen. Nein, also wir sind für diesen ganzen Plastikkonsum auch mit selbst verantwortlich. Das Problem ist nur, der Mensch wird erst durch wirklich sich selbst tief persönlich angreifend, und oft ist es die Krankheit, die ihn dann auch vor eine gewisse Entscheidung zwingt, dich fürs Leben zu entscheiden oder gegen das Leben. Wir lernen aus Leid. Hä? Ja, und manchmal ist es dieses Quantum Leid, das das fast zum Überfallen bringt. Ich wohne ja in Seattle in Amerika, und es gibt diese schöne Aussage von Chief Seattle. Das war der letzte Indianerhäuptling, der dann auch gegen Ende seines Lebens dann umgebracht wurde. Und er wurde interviewt. Das gab es damals schon, ähnlich wie bei dir. Und er hat gesagt, wenn wir unseren, das Äquivalent vom Betriebsrat haben, also wenn die Weisen oder die Älteren bei den Indianern waren die Führer, die haben bestimmt die Gesetzgebung sozusagen, ja, die haben dieses Council gehabt. Ja. Und wenn wir unseren Council machen, erstmal haben die sich im Kreis so hingesetzt, dass der Jüngste saß links, sorry, der Jüngste saß rechts, und dann dem Alter nach, bis zum Jüngsten, so wie eine Uhr, oder die zum fängt Ältesten. Hier an. Vom Ältesten zum Jüngsten, ja. Vom Ältesten zum Jüngsten. Ja. Und er hat gesagt, jede Entscheidung, die wir treffen, da wird diskutiert, was für einen Einfluss hat das für die nächsten 7 Generationen. Ja. Mhm. 7 Generationen. Ja, und heute ist es die Entscheidung, wir haben getroffen, meine politische Karriere, oder in 2 Jahren werde ich wiedergewählt. Wie sieht es aus in 2 Jahren, oder? So weit können wir denken. Und dann der andere Teil, den ich sagen wollte, oder früher, oder haben wir betont, meine Kinder gehen in die Waldorfschule, oder? Und da ist wichtig, dass die Kinder rausgehen in den Wald, dass sie wissen, welcher Vogel singt jetzt zu mir, was macht man mit Regenwürmern, wie sehen die aus, und fassen die Erde an, fassen die Bäume an. Heute ist das ersetzt durch den Umgang mit dem Handy. Und anstatt Bücher zu lesen, oder, wird kurz gegoogelt, was die Antwort ist auf die Fragen. Und die unglücklicherweise sind es die Teenager und die 20-Jährigen erfolgreich im Studium und in der Ausbildung, die gut mit dem Computer umgehen können. Aber jetzt meine Frage ist die, wenn morgen das Internet abgeschaltet wird, was ist dann noch übrig an Intelligenz? Oder? Ich stelle es nur mal in den Raum. Oder? Was ist dann noch übrig, wenn man, was ja vorausgesagt wird, ist größere Zusammenbrüche, zum Beispiel in den USA auf jeden Fall größere Zusammenbrüche vom Stromnetz gibt, oder in England auch, oder? Wo plötzlich dieses Werkzeug wegfällt. Was ist dann noch da, oder? Und es ist relativ wenig. Gehen wir in die heutige Situation rein. Wenn ich mich so mit Menschen unterhalte, sagen mir immer wieder, sie haben das Gefühl, sie können sich immer weniger merken, es wird da oben schwächer. Was können Sie tun, hier sofort einzusetzen, wenn Sie merken, jetzt wird mein Hirnleistungen schwächer? Ja, es ist ein irrer Anstieg an Gedächtnisverlust, exponentieller Anstieg. Und natürlich, für mich fängt es immer an mit dem Schutz, Strahlenschutz. Ja? Mhm. Das Gehirn wird jeden Tag bombardiert mit Strahlen, die entzündlich wirken und die Blut-Hirn-Schranke aufmachen. Also es fängt bei mir immer damit an. Und dann für mich steht die Entgiftung für Aluminium im Vordergrund. Wir trinken dieses Wasser, das reich ist an Kieselsäure, und haben dieses elektronische Fußbad. Haben wir nachgewiesen, dass da sehr viel Aluminium entgiftet wird. Und dann, da übrigens, da hatte sich das letzte Mal ja sicher 200-300 Leute bei mir gemeldet, wo man weitere Informationen findet zu diesem Fußbad. Ja. Wo? Key Science, ja. KI Science
ist die Firma, die die ganze Wissenschaft umgesetzt hat in Gerät, das einfach das, diese Aufgabe erfüllt. Okay. Eine Platinspule. Und es funktioniert einfach super. Aber was das Gehirn angeht oder so, ich habe mich testen lassen vor einem halben Jahr, um mal zu gucken, wie sieht mein Gehirn aus, so eine Testbatterie über 3 Tage, oder? Und mein Gehirn ist so auf dem Stand von meinen 28-Jährigen, ja? Wo ich auch mir selber Sorgen gemacht habe, wo ich gedacht habe, okay, manchmal ist mein Gedächtnis nicht mehr so. Habe dann schon gemerkt, wenn ich in einer WLAN-Umgebung bin, das ist da, wo mein Gedächtnis ein bisschen runtergeht. Und dann, wenn ich mich entziehe, ist es wieder da, oder? Und das heißt, ich habe gelernt, dass es möglich ist, sein Gehirn jung zu halten, oder? Ich bin jetzt über 70 und es geht noch, funktioniert noch alles. Das heißt nicht, dass es morgen auch so ist, aber im Moment geht noch alles. Und man kann natürlich sich selber nicht als Beweis nehmen, aber, oder? In meinem Umfeld, viele von meinen Kollegen oder so, haben sich pensionieren lassen mit 60, 65, weil sie schon nicht mehr die Leistung bringen konnten. Und wir wissen, oder, dass es super möglich ist, mit Hilfe der Inusphorese das System sauber zu kehren, rundschlagmäßig alles abzubauen, was nicht reingehört. Und wir wissen, der Strahlenschutz ist super möglich und dann eine nicht entzündliche Ernährung zu finden, oder, wo, ja, leider muss ich auch sagen, fleischarm, oder, weil wir wissen, dass die meisten Fleischsorten heute Stoffe enthalten, die nicht im Fleisch sein sollten, die hochgradig entzündlich sind. Oder? Und wir wissen, von der Ernährung her gibt es ganz, ganz viel zu machen. Was im Moment überbetont wird vielleicht, und da mache ich mir jetzt viele Feinde, ist der Sport. Ja? Ich habe nicht gesehen, dass ein beginnender Alzheimer-Patient durch Sport wieder gesund wird. Aber durch Entgiftung absolut ja. Aber es gibt auch diese Studien, dass Bewegung im Alter die Demenz reduzieren kann. Verhindert, aber nicht heilen. Ja, das Gut. ist ein Unterschied. Okay. Ja. Mhm. Deshalb, na, aber bei uns in Amerika, oder ist das jeder über 16 oder ist 2 Stunden am Tag im Studio und Gewicht heben und macht diese ganzen Sachen. Klar. Und es ist auch so eine Tendenz, anstatt in den Wald zu gehen und vielleicht Jogging zu machen im Wald mit den Vogelstimmen und dem Rauschen von den Bäumen, ist er jetzt im Studio mit Computer angeschnallt, riesen elektromagnetische Felder, überall wird gesprayt mit Insektiziden, Pestiziden. Das kann nicht gut gehen. Das kann das nicht ersetzen, was wir wirklich brauchen als Mensch. Und wir sehen also die Inzidenz oder die Zunahme von Gehirnatrophien und Altersdemenz ist ja unglaublich. Aber eben das auch zu sehen bei Jugendlichen, dass da das äquivalent auch passiert. Da denken wir auch, okay, wo geht's hin mit der Erde? Ja, wie wir vorher gesagt haben, viele Schafe, weniger Anführer. Oder? Und wir wollen natürlich, dass unsere eigenen Kinder die Anführer werden. Und dann alles besser machen. Und ich muss das auch sagen, wir tragen die Verantwortung mit in unserer Generation. Wir haben das zugelassen. Wir haben, egal wie viel wir vielleicht gekämpft haben, aber nicht genug. Wir wollen aber auch nicht verzichten auf nichts. Also ich weiß auch, es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Ja, ja. Elektrosmog, ja, niemand sagt, Elektrosmog sei gesund. Das hört man niemand. Da ist niemand so naiv, das zu sagen. Und jeder weiß, ja klar, aber wir brauchen es. Wir brauchen es ja in der Wirtschaft vielleicht auch wirklich. Es ist ja auch eine Revolution. Ja, ja. Aber vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, gewisse Frequenzbänder so einzustellen, dass sie vielleicht nicht gerade das biologische Leben treffen. Oder? Microsoft, 60.000 Mitarbeiter, es gibt keine WLAN-Anlage in den Gebäuden. Wir haben alles hart verkabelt, tatsächlich verschlossen, nur Fiberoptik, nur. Oder? Die wissen es, die Herren, die es organisieren, aber was uns angeboten wird, ist ganz was anderes. Ja, und an den Schulen. Ja, auch da. Also fassen wir zusammen, also die Kinder, die Babys bis 18 Monate, die muss man richtig gut schützen. Absolut, ja. Und wenn die Mutter natürlich, bevor sie schwanger ist, schon sich selbst einmal schützt und reinigt, putzt, entgiftet und schaut, was sie isst und was sie trinkt, dann hat man eine sehr gute Voraussetzung, dass die Muttermilch und das Kind über die Plazenta sehr gut genährt wird und auch ein gut stabiles Gehirn da ist, wo nicht schon belastet ist.
Und für die Menschen, die jetzt schon eine Belastung haben und das auch spüren, gibt es die Möglichkeiten zu entgiften. Kieselerde, hast du gesagt, Inosferese habe ich wieder gehört. Einmal mehr diese Blutwäsche, wo wirklich auch durchs Hirn geht, dass man das Zeug wieder rausbringt. Ich glaube auch sehr gut bei bestehenden Alzheimer- und Demenzpatienten kriegt man da auch schon eine, über die Inosferese eine gute Weg wieder hin. Ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Aber es ist auch mehr, es ist einfach einen Menschen auch zu untersuchen, wie ist sein Stoffwechsel geschehen. Alles fällt und steht auch. Es geht nicht, eine Demenz zu entwickeln, eine intakte Leberfunktion über Jahrzehnte zu haben. Mhm. Es geht nicht, eine Demenz zu entwickeln und einen intakten Darm. Das heißt, es sind alles Fürsorge und Vorsorge, auch Untersuchungen, die können wir machen, da können wir Menschen mitnehmen. Das ist eine ganz schöne Erfahrung, die Menschen haben, wenn sie fasten, dass sie sagen, nach dieser Woche ist mein Geist so unglaublich wieder klar. Ich kann mir Dinge wieder merken, da musste ich vorher mir Brücken bauen. Wie schön ist, wenn so eine Prozesse auch mal geschehen dürfen, weil ein Körper sofort registriert, jetzt ist Ruhe. Jetzt geht's, jetzt kann ich entgiften, jetzt kann ich abbauen. Jetzt geht's einfach mal um mich. Es geht ja in deinem Leben, geht's ja immer nur um dich oder um das, was das Leben von dir braucht. Aber jetzt merke ich, es geht um mich und wir den Körper überhaupt nicht mehr belasten, sondern wirklich entlasten. Und das sind unglaubliche Beobachtungen, unglaubliche Beobachtungen, wie, die wir nur nach einer simplen Leberentgiftungswoche beobachten. Und das sind manchmal so Türöffner für einen Neustart, wo man sagt, ich muss es doch eigentlich nur wissen. Ich habe es doch nicht bewusst getan, sondern ich habe es unbewusst zugelassen. Aber jetzt wird es mir bewusst. Und jetzt muss es mir auch niemand mehr sagen, dass ich es nicht tue. Mhm. Ich will es für mich nicht mehr. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Mhm. Und das Leben ist schon heute, wir leben nicht mehr zu Hahnemanns Zeiten. Die große Homöopathie hat manchmal nicht mehr den Erfolg. Deshalb ist sie so wunderschön bei Kindern. Aber es tut der großen Therapieabbruch, wenn man sie nicht ernst nimmt. Manchmal müssen wir biologisch vorarbeiten, damit ein Körper wieder regulieren, damit er wieder auf diese Informationen auch die entsprechende Antwort geben kann. Und dann geht man mit einer Sanftheit vor und mit einer Demut, wo man sagt, manchmal haben wir heute gar nicht mehr so das Verständnis, dem Körper wirklich zu helfen. Wir wollen nur das Symptom loswerden. Ja, ganz und ganz Hilfe schnell. Hilfe sieht anders aus. Die heißt behandeln, heißt die Hand anlegen, anpacken auf beiden Seiten. Aber das ist unsere Aufgabe, glaube ich, die wir ärztlich für Ärzte nehmen sollten. Danke, ganz herzlich. Ich habe noch ein Zitat, was ich sehr passend finde, jetzt gleich abschließend. Das ist von Sebastian Kneipp. Er hat gesagt, wenn nicht jeden Tag etwas Zeit für die Gesundheit aufbringt, muss eines Tages mehr Zeit für die Krankheit opfern. Und da sind wir wieder da, lieber vorbeugen und präventiv, bewusst durchs Leben schreiten, auch wissen, was ich in meinen Körper reinschütte, hat eine Wirkung. Beim Auto schauen wir manchmal besser als auf uns selbst, das ist ja eigentlich schon verrückt, oder? Aber wenn wir nicht informiert werden oder einfach irgendwie ein paar Informationen kriegen zu den Gefahrenherden, dann, ja, dann passiert halt einfach diese Ignoranz zum Leben und zu diesen Störquellen. Ich möchte vielleicht noch was Wichtiges sagen. Es ist trotz allem, was wir sagen, immer noch möglich, gesund durchs Leben zu gehen, bis ins hohe Alter. Ja. Wenn wir ein bisschen die Dinge wissen, die wir tun können und Dinge wissen, die wir lassen sollen. Genau. Oder? Und es ist nämlich alles da. Es ist immer noch alles gut und alles möglich. Ja, wenn ihr so schön über Sätze spricht, dann spreche ich einfach vom Franz von Assisi. Und man möge sich gar nicht erdrücken lassen von der Vielfalt jetzt des Wissens. Man tut eigentlich erstmal das, was notwendig ist. Und dann schafft man sich das Mögliche. Und die Natur schafft dann das große Geschenk des heute für mich unvorstellbar Unmöglichen, ist einfach vorprogrammiert. Dann habe ich auch noch etwas Schönes aus der Bibel. Oh, jetzt? Vom Apostel Paulus. Er hat gesagt, für alles Böse oder Schlechte, was wächst, wächst das Gute ein klein bisschen schneller. Schön. Super, und das war auch das Schlusszitat. Ich danke euch ganz herzlich und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.